Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcafts. Ihr merkt es, die Stimme habe ich immer noch nicht richtig zurückbekommen, aber weil ich das unter der Woche jetzt aufzeichne, quasi zwischen den Feiertagen, bin ich noch leicht angeschlagen. Aber ich will kein Mitleid, ihr wisst ja, Männergrippe ist tödlich, ich habe es knapp überlebt und deswegen wird es auf jeden Fall weitergehen. Ja, was haben wir heute vor? Das Jahr nähert sich dem Ende und trotz alledem auf einem Sonntag gibt es natürlich immer nochmal ein interessantes Video. Interessant aus dem Grunde, weil wir uns in ein Gebiet vorwagen, wo es wirklich nicht so richtig viel drüber gibt. Viele von euch haben das schon mal gehört, die Brandenburger, Division Brandenburger, Hitlers Spezialsoldaten, Hitlers Geheimagenten, wie auch immer ihr das nennen wollt. Also es geht heute um die Brandenburger. Und bei der ganzen Sache ist eines sehr, sehr schwierig, Fotomaterial. Also die haben ja keine Fotos gemacht. Das waren ja Leute, die hinter den Linien operiert haben, die Kommandounternehmen durchgeführt haben, Sabotagetrupps, meistens in Zivil durchgeführt oder auch in anderen Uniformen. Also das ist wirklich, wirklich kompliziert. So, der Michael hat vor einiger Zeit ja schon zusammengestellt. Wir haben noch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um Fotomaterial zu bekommen. Haben wir nicht bekommen. Und da hatte Benny die Idee, wir nehmen einfach das Bildmaterial aus dem deutschen Spielfilm von 1960, die Brandenburger, und untermalen damit das gesprochene Wort. Es geht ja im Grunde genommen darum, was erzählen wir euch über diese Truppe, was hat die gemacht, wo kommt ihr her, wo ist sie hingegangen, was haben sie gemacht. Und so haben wir es aufgearbeitet, deswegen halt nicht wundern über das Bildmaterial. Interessant vor allen Dingen ist, ich habe ja tatsächlich über 25 Jahre lang Militarier gesammelt, ob jetzt Orden und Uniform, Urkunden, Helme, alles Mögliche. Eine sehr interessante Zeit für mich, hat sich jetzt so ein bisschen gelegt, diese Sammelleidenschaft. Ich will nur erzählen, in diesen 25 Jahren Sammelei habe ich nur einmal ein Soldbuch gesehen von einem Brandenburger. Und ich muss sagen, ich habe echt viele Sachen gesehen und ich war viel unterwegs und ich habe viele Sammlerkumpels und Freunde, die mir viel gezeigt haben. Und mein alter Sammelfreund Lars hatte mal dieses Soldbuch liegen, ob seins war oder wo. Also er hat es auf jeden Fall und hat mir das gezeigt. Da stand aber auch nicht viel drin. Nur durch verschiedene Kürzel konnte man sehen, dass dieser Mann in einer gewissen Zeit bei den Brandenburgern war. Und das fand ich ja schon super spannend. Es gibt natürlich diverse Literatur und es gibt natürlich diverse Berichte auch im Internet über die Brandenburger. Mag alles sein, mag alles passen, ist jetzt aber auch nicht wichtig. Für mich ist wichtig, heute steigen wir mal ein, das Thema Brandenburger mag sicherlich für den einen oder anderen totales Neuland sein. Und einige werden sagen, ach komm, ihr mit euren alten Kamellen. Macht aber nichts. Michael hat es zusammengeschrieben, Benny hat es geschnitten und meine Stimme verleiht der ganzen wieder so ein bisschen, also ich leide dem Ganzen nur meine Stimme, mehr ist das ja nicht. Ja, da das letzte Video vor dem neuen Jahr sein wird, wünsche ich euch allen einen guten Rutsch in das neue Jahr. Viel Glück und Gesundheit für 2024. Ich hoffe, ihr bleibt dem Kanal treu. Ich hoffe auch, dass wir immer wieder super Themen finden, die wir zusammensetzen können in Video oder in Videos für euch und dass ihr weiterhin Spaß habt, Sachen neu zu erfahren oder Dinge bestätigen, die ihr schon wisst. So, wirklich genug geredet, meine Stimme verlässt mich schon wieder. Jetzt geht's los, die Brandenburger, auf geht's. So Leute, dann legen wir mal los. Also die Gespenstereinheit Brandenburg war die Haustruppe des Admirals Canaris. Den haben wir schon mal in einem Video analysiert. Es handelte sich hier um die geheimnisvollen Krieger im Dunkeln, die in Spezialeinsätzen jenseits der Front dem Feind allein gegenübertraten. Die verwegenen Kämpfer waren zugleich Abenteurer aus aller Welt, bereit, selbst den Teufel aus der Hölle zu holen, wenn sie dafür einen Auftrag erhalten hätten. Die Soldaten und Veteranen der Division Brandenburg gehörten nicht nur einem der prominentesten Truppenteile der Wehrmacht an, sondern auch einem der stärksten oder am stärksten mystifizierten. Die Kompanie startete 1939 und wurde bei Kriegsende zur Division. Deutsche Kommandotruppen, die im Rücken des Feindes in Tarnuniform operierten, waren Soldaten, die kein Kriegsrecht schützte und die zum Kriegsende immer verzweifeltere Operationen durchführten. Sie wurden an allen Fronten als Feuerwehr verheizt. Das formte eine Sondermoral. Niemals in all den Jahren wurde ein Verratsvorfall bekannt. Die Deutschen verehrten sie in ihrem Motto
Für Brandenburg sind alle Straßen gut. Die verblendet, verwegen und im Aberglauben an Großdeutschland verlorenen Männer zogen in den Kampf. Sie waren hochdekoriert, aber kaum erwähnt. Für die im Jahre 1939 aufgestellte Kompanie ZBV, also zur besonderen Verwendung, mit der ersten Heimatgarnison in Brandenburg an der Havel, die auch als Namensgeberin fungierte, wurden Minderheitendeutsche, Kriegsfreiwillige aus ganz Europa und dem Nahen Osten sowie Auslandsdeutsche aus der ganzen Welt angeworben. Reichsdeutsche und Österreicher kamen ebenfalls dazu. Eine Wurzel der späteren Haustruppe des Amtes Auslandabwehr bestand in den 1919-1920er Jahren eingerichteten Industrieschutz Oberschlesien. Diese aus der oberschlesischen Selbstschutzbewegung entstandene bewaffnete Formation polnisch sprechender Deutscher hatte den Schutz der Industrie- und Verkehrsanlagen in dem von Polen beanspruchten oberschlesischen Gebiet zur Aufgabe und wurde mehrfach eingesetzt. Im Zuge der Neustrukturierung der Wehrverfassung 1935 wurde der Industrieschutz Oberschlesien reaktiviert und am 15. Oktober 1939 als deutsche Kompanie der Abwehrstelle im Wehrkreiskommando 8 in Breslau unterstellt. Im Vorfeld des Polenfeldzuges wurden Angehörige der deutschen Kompanie, zum Teil in polnischen Uniformen, im Auftrag der Abwehr zur Besetzung verschiedener Punkte im polnischen Grenzraum eingesetzt. Die zweite Wurzel lag im 1938 entstandenen Sudetendeutschen Freikorps, im Wesentlichen eine Auffangorganisation für aus der Tschechoslowakei geflüchtete und dort gediente oder dienstpflichtige Sudetendeutsche, aus der die Abwehr gezielt geeignetes Personal herauszog. Zusammen mit Angehörigen der deutschen Kompanie wurden diese ebenfalls im Vorfeld des Polenfeldzuges in Form verschiedener Kommandounternehmen eingesetzt. Die Erfolge der Kommandounternehmen im Vorfeld des Polenfeldzuges ermöglichten es dem Amt Auslandabwehr, die bereits ausgebildeten und erfolgreich eingesetzten Männer in Form einer eigenen, direkt der Abteilung 2 der Abwehr und der stehenden Einheit geschlossen formiert zu behalten. Die deutsche Kompanie wurde dabei am 25. Oktober 1939 zur Tarnung in Baulehrkompanie ZBV 800 umbenannt und bezog Standort in Brandenburg an der Havel. Sie wuchs rasch und erhielt am 1. und 23. November 1939 2 weitere Kompanien. Schließlich wurde sie am 10. Januar 1940 umbenannt und umgegliedert in Baulehrbataillon ZBV 800. In der Folge entstanden verschiedene Legionärsabteilungen aus angeworbenen Ausländern mit deutschem Rahmenpersonal. Dazu gehörte die Deutsch-Arabische Legion, die Montenegrinische Legion, die Indische Legion Assad Hind, die Kaukasische Legion, die Musulmanische Legion, die Arabische Brigade, das Bataillon Nachtigall, die Afghanische Kompanie und die Persische Kompanie. Im Zuge der Entwicklung zur Division wurden verschiedene Spezialeinheiten aufgestellt, wie zum Beispiel die Küstenjägerabteilung, die Fallschirmjägerabteilung, die Gebirgsjägerabteilung und die Tropenkompanie. Die Brandenburger waren jedoch in anderer Hinsicht bemerkenswert. Anders als alliierte Einheiten, die sich hauptsächlich auf den Überraschungseffekt und die Feuerkraft verließen, war die Täuschung ihre Hauptwaffe im Kampf. Sie beherrschten die Sprache ihres Feindes, trugen dessen Papiere und imitierten dessen Gewohnheiten. Diese Taktik verursachte Verwirrung und Verwüstung wie keine andere. Brandenburger mischten sich unter feindliche Soldaten, widerriefen deren Befehle, leiteten Fahrzeugkolonnen um, unterbrachen das Fernmeldenetz, sammelten Informationen und brachten im Zuge von Geheimoperationen, die oft Wochen dauerten, strategisch wichtige Einrichtungen in ihren Besitz. Das Auftreten in Feinduniform verstieß jedoch gegen Regeln, die nach internationalem Recht oft mit dem Tode bestraft wurden, was den Angehörigen aber durchaus bewusst war. Auch auf der eigenen Seite gab es nicht nur Zustimmung. Viele hielten solche Methoden für unehrenhaft und hinterlistig,
aber ihre Erfolge und Leistungen wurden kaum angezweifelt. Hauptmann Theodor von Hippel, ein Offizier der Abwehr von Canaris, war der Schöpfer dieser Einheit. Vor dem Ersten Weltkrieg war Hippel Offizier der deutschen Schutztruppen in Deutsch-Ostafrika, also das heutige Namibia, gewesen. Bereits beim Angriff auf Polen wurde eine eigene Sondereinheit aus Agenten gebildet. Als sogenannter Kampfverband waren ihre Mitglieder jedoch mehr Saboteure als Soldaten und operierten weitgehend auf eigene Faust ohne feste Bindung an die Wehrmacht. Mehrere Verbände gingen als Bergleute getarnt über die Grenze. Sie waren mit Pistolen und Handgranaten bewaffnet und hatten den Auftrag, strategisch wichtige Industrieanlagen zu besetzen und zu halten, bis die Wehrmacht eintraf. Obwohl einige von polnischer Infanterie angegriffen wurden, gelang dies. Besonders wichtig war die Einnahme des Elektrizitätswerkes von Kossuth bei Königshütte. Dort schaltete man den Strom aus, um zu verhindern, dass elektrische Zünder in verschiedenen Industrieanlagen Sprengladungen zur Explosion bringen konnten. Als Nebeneffekt lag ganz Oberschlesien in völliger Dunkelheit. Eine andere 360 Mann starke Einheit besetzte im polnisch-slowakischen Grenzgebiet den Jablunka-Pass in den Beskiden. Dies war ein wichtiges Einfallstor für die aus dem Süden nachrückenden deutschen Einheiten der Wehrmacht. 4 Tage lang wurde mit polnischen Einheiten gekämpft, Sprengladungen entfernt, die zuvor in wichtigen Eisenbahntunneln angebracht waren. Aufgrund der Begeisterung Hippels nach den Erfahrungen in Polen warb er bei einer Konferenz in Dresden für die Aufstellung einer weiteren K-Einheit. Da Canaris dieser Idee reserviert gegenüberstand, suchte er Unterstützung bei Helmut Großkurt, seinem früheren Vorgesetzten und jetzigem Abteilungsleiter im Generalstab des Heeres. Hippel wurde ermächtigt, eine Sabotagekompanie aus Volksdeutschen der Abwehr aufzustellen. Zunächst als Deutsche Kompanie ZPV bezeichnet, erhielt sie später den Decknamen Kompanie 800 und wurde bald als Kompanie Brandenburg bekannt. Sie rekrutierte sich hauptsächlich aus Auslandsdeutschen, die aus den baltischen Regionen Polen, Ungarn und Jugoslawien stammten. Die Vertrautheit mit Sprache und Sitten war dabei wichtig. Eine erste Bewährungsprobe für die Brandenburger ergab sich mit den Feldzügen in Norwegen und Dänemark. Am Morgen des 10. Mai 1940 überschritten sie in Uniform der dänischen Armee die Grenze, um wichtige Straßen- und Eisenbahnbrücken zu besetzen. Alles war mit Erfolg gekrönt. Zu Beginn des Frankreich-Feldzuges konnte man wenige Stunden vor dem Angriff in der Grenzstadt Gennep, unweit von Kleve, niederländische Polizisten, bestehend aus holländischen Nationalisten sehen, die einen Trupp Gefangener mit Maschinenpistolen und Handgranaten unter den Mänteln zur Maasbrücke abführten. Diese überwältigten die völlig überraschten Wachposten und hielten die Brücke bis zum Eintreffen des 265. Infanterieregimentes. Diese Aktion, durchgeführt durch Fallschirmeinheiten, führte zu mehreren Fehlschlägen, da die Holländer dadurch Zeit gewannen, um verschiedene Objekte wie in Maastricht zu sprengen. Doch so konnte der Vorstoß von Generaloberst Reichenau und seiner 6. Armee nach Gennep ausweichen und dies machte den Erfolg noch wertvoller. Beim Vormarsch nach Belgien mischte sich eine Abteilung von 100 Brandenburgern in Zivil mit Kinderwagen und unter Matratzen unter die Flüchtlingskolonnen der Belgier. Ihr Ziel waren wichtige Brücken über die Maas und Dender sowie die Tunnel unter der Schelde bei Antwerpen. Eine andere Abteilung, mit Baskenmützen und Mänteln getarnt, besorgte sich einen Bus und eilte nach Nieuport an der Yser. Dort galt es zu verhindern, dass das Gleiche eintrat wie im Ersten Weltkrieg, nämlich dass die Schleusentore geöffnet werden, um den deutschen Vormarsch aufgrund des Flutens des Marschlandes zum Stillstand zu bringen. Dies galt es zu verhindern und es gelang. Im Feuer einer auf der anderen Seite stehenden britischen Abteilung brachten die Deutschen die Schleuse in ihre Hand, bevor die Belgier sie öffnen konnten. Die in Form von Soldaten der französischen Armee gekleidete Abteilung Brandenburg, die mit dem Fallschirm gelandet war, eroberte die Festung eben Emael bei Lüttich
und die Brücken über die Schelde. Gleichzeitig führten die Flüchtlingssaboteure Sabotage und Brandanschläge in Paris, Abbeville und Reims durch. Jetzt erkannte man den Wert der Einheit bis hin zu Hitler und Canaris bekam am 15. Mai 1940 die Anweisung, das Bataillon zu einem Regiment auszubauen, dem Lehrregiment Brandenburg. Hinzu kamen eigene Schulen wie die Kampfschule Kinzig und weitere Spezialschulen an verschiedenen Orten. Nach dem Unternehmen Seelöwe, also die Annektierung Großbritanniens und Felix, Eroberung Gibraltars, abgesagt wurden, begann weitere intensive Ausbildung im Lager Kinzig, unweit von Brandenburg. Es gab Kasernen, Schießstände, Bildungsgebäude und technische Übungsgelände, auf dem Modelle realer Objekte installiert wurden. Brücken, Straßenabschnitte, Kreuzungen und so weiter. Die Saboteure wurden in technisch subversiven Geschäftsprozessen und in der Taktik einzelner Aktionen geschult, einschließlich der Fähigkeit, Objekte am Körper zu verbergen, Posten stillschweigend zu entfernen und Spuren zu entfernen. Die Kämpfer von Brandenburg beherrschten Fremdsprachen, lernten die Technik, mit einem Fallschirm zu arbeiten, an der Küste zu landen, sich in unwegsamem Gelände bei jeder Wetterlage zu jeder Tageszeit zu bewegen, die Benutzung von Funk und Technik aller Art. Die Brandenburger wurden im Schießen, Kampfsport, Führen von Fahrzeugen und militärischen Ausrüstung aller Art, Grundkenntnissen in der Steuerung von Flugzeugen, Fotografieren, Tarnen, Geländeausrichtung, Gesetzgebung und Zoll der feindlichen Länder, Grundlagen der Befestigung, Umgang mit Sprengstoff, Bereitstellung von medizinischer Hilfe und vielen anderen Fertigkeiten geschult. An der Technischen Schule der Abwehr lernten die Saboteure des Bataillons, wie man Dokumente fälscht, Briefmarken herstellt und gefälschte Banknoten verteilt. Helmut Schwinker, ein Brandenburger aus dem Sudetenland, erinnerte sich später, im Lehrgang verloren Dienstgradunterschiede ihre Bedeutung. Unabhängigkeit und Intelligenz zählten mehr als der militärische Rang. Es war typisch für den Geist der Truppe, dass Offiziere und Soldaten sich untereinander mit Handschlag grüßten, statt zu salutieren. Anders als im Rest des Heeres, wo dem einfachen Soldaten gesagt wurde, er solle das Denken den Pferden überlassen, weil die den größeren Kopf hätten. Die Abende in der Kantine waren immer wieder erstaunlich. Die Rekruten kamen aus allen Teilen des In- und Auslandes und man konnte Dutzende verschiedene Sprachen und Dialekte hören, die von Männern gesprochen wurden. Die Zugehörigkeit zu dieser Truppe war sehr idealistisch und vergleichbar mit einem Dienst in einem normalen Regiment. Hätte einer von uns ein Foto seiner Freundin in der Brieftasche und im Hintergrund war ein verdächtiges Bauwerk zu sehen, gab es Ärger. Es war die Beobachtung des Details, das uns immer wieder das Leben rettete. Ein Teil der Ausbildung bestand zum Beispiel darin, dass man vom Polizeichef von Brandenburg Fingerabdrücke besorgen sollte. Dies gelang erst im zweiten Versuch. Dann begann der Balkanfeldzug und es musste verhindert werden, dass die Jugoslawen die Donau sperrten. Dazu wurden Brandenburger entlang der ungarisch-rumänischen Häfen stationiert, getarnt als Mitarbeiter der Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Im März 1941 bemerkte eine Gruppe, dass zahlreiche Schleppkähne in verdächtiger Nähe zum Eisernen Tor, einer bekannten Engstelle der Donau, festgemacht hatte. Sofort kam der Verdacht auf, dass es sich hier um den Versuch handeln musste, diese zu sprengen oder mit Beton unpassierbar zu machen. Anfang April begann die Aktion. Die Brandenburger verließen Orsch, um die jugoslawischen Agenten glauben zu lassen, dass sie ihre Aufmerksamkeit nachlassen würde. Doch man traf sich in Merdia mit anderen der Abteilung, 30 Kilometer nördlich des Flusses, um dann am Vorabend des Angriffes auf Jugoslawien am 6.4.41 sich in einer Kolonne zurück zur Donau zu begeben. Man zog sich Feldkorps an und seilte sich die steilen Wände zur Donau hinab. Als wir uns die schlüpfrigen Felswände herunterließen, hat es den Anschein, als würden wir nie unten ankommen, erinnerte sich ein Brandenburger später.
Am Ufer zogen sie kleine Boote hervor, die sie zuvor dort versteckt hatten. Um 3 Uhr bestiegen sie die Boote und paddelten stromaufwärts leise zum jugoslawischen Ufer. Kurz vor dem Ziel gingen sie dort an Land und stürmten die Wachmannschaften, bevor diese merkten, was gespielt wurde. Sie bildeten kleine Gruppen und enterten die Kähne, hoben die Deckel und sahen, woraus die Ladung bestand. Es war Zement. Es fiel kein Schuss. Die deutschen Sturmtrupps am anderen Ufer begannen ihren Angriff auf Jugoslawien. An anderen Orten wurden Kraftwerke, Brücken und Bahnübergänge besetzt. Am Abend des 21.07.1941, während Canaris bei Horcha war, dem elegantesten Restaurant in Berlin, begann für alle Einheiten des Heeres der Fall Barbarossa. Es war die Aufgabe der Brandenburger, strategisch wichtige Brücken im Vorfeld zu nehmen und bis zum Eintreffen der Vorausabteilung zu halten. Ein Vorfall spielte sich im Bereich des Legion-Bataillons Nachtigall ab, wobei der Name eine Anspielung auf den talentierten Chor des Bataillons war. Kurz vor Beginn des allgemeinen Angriffs ging das Bataillon mit dem Befehl, die Stadt Chemisel, die 1939 von den Russen besetzt wurde, zu besetzen und einen Brückenkopf über den San zu bilden. Die Angehörigen der 3 Kompanien trugen Wehrmachtsuniformen, um die Sympathien der einheimischen ukrainischen Bevölkerung gegenüber der Wehrmacht auszunutzen. Auf ihrem Weg prallte die Furt des Bataillons mit einer sowjetischen Patrouille zusammen. Beide Gruppen waren so überrascht, dass keine von ihnen das Feuer öffnete. Der Leutnant der Brandenburger gewann zuerst die Fassung und verlangte mit lauter Stimme, den kommandierenden Offizier zu sprechen. Dieser, ein Hauptmann, äußerte mit zögernder Anregung, dass die Eindringlinge sich ergeben sollten. Unsinn, sagte der Leutnant und erklärte dem Russen, dass es sich bei der Einheit um Sowjetsoldaten handelt, die von einer geheimen Mission zurückkehrten und sie deshalb nur deutsche Papiere bei sich hätten. Das akzentfreie Russisch des Leutnants bewirkte etwas Unglaubliches. Der Russe gab sich zufrieden und gemeinsam marschierten sie nach Chemisel, das von starken russischen Truppen besetzt war. Kurz darauf begann der Luftangriff und im allgemeinen Durcheinander konnten sich die Brandenburger aus der Stadt absetzen und den Abzug der Russen abwarten, um dann die verbliebene Nachhut im Kampf auszuschalten und die Brücke über die San zu besetzen. Wenige Stunden später rollte die Heeresgruppe Süd über den Fluss. Wie die Sicherung einer Brücke aber auch ablaufen kann, schildert ein Auszug aus einer Geschichte, die sich so zugetragen hat, wobei die Abläufe aus den Zeugenaussagen eines Beteiligten stammten. 10 Minuten später haben die Brandenburger in ihren russischen Uniformen ihr Ziel erreicht. Die Scholkbrücke. Sie positionierten sich. Ein paar Minuten noch, dann beginnt der Angriff auf Russland und schon geht im Westen das Licht an. Glutrot. Jagdflieger zischen über sie hinweg und sorgen mit MG und Bomben für Chaos unter den Russen. Man sieht die ersten Russen in wilden, ungeordneten Haufen zurückströmen über die Brücke. Ein Laster mit einem MG auf dem Dach des Fahrers, der neben ihrem Versteck vorbeirauschen will, rutscht von der Straße. Los, den schnappen wir uns! Und schon fliegen die ersten Handgranaten aufs Verdeck. Um die Verwirrung der Russen auszunutzen, springen sie aus ihrem Versteck und mähen wie die Verrückten alles nieder. 3 Verbliebene springen aus der Deckung, erledigen Fahrer und Beifahrer, bevor diese versuchen, sich zu befreien und geben einem Kameraden Deckung, der sich an das MG klemmt. Der Motor läuft noch und die Richtung zeigt zur Brücke. Auf der anderen Seite machen die Russen wegen des Lärms kehrt und fluten zurück zur Brücke. So, jetzt machen wir Panzer, ruft ein Soldat. Der Gang fliegt rein und es geht über die Brücke dem Russen entgegen. Der schwere LKW, ein 4-Tonner mit dem Obergefreiten am Steuer und dem Obergefreiten am MG, fuhr wie der Leibhaftige in die Kolonne der Russen, welche die nähernde Gefahr nicht erkannten. Sie glaubten, dass ein LKW kam, um sie abzuholen. Einige wurden von der Stoßstange erfasst oder überrollt. Gegen die hinteren schoss das MG, bis es leer war. Der Obergefreite sprang vom MG ab und versteckte sich unter den Toten und Verletzten und die ersten Russen erkannten die Gefahr. Als ersten erwischte es den Obergefreiten am Lenkrad, dessen Kopf mit einer Gabel abgetrennt wurde.
Aus dem Wald gab ein Kamerad dem vom LKW springenden Obergefreiten Deckung und erledigte alle, die sich ihm nähern wollten. Dieser selbst schnappte sich das Bajonett eines Gefallenen und rammte es einem Russen mit solcher Wucht in den Leib, dass dieser dabei umfiel. Im nächsten Moment ergriff er einen Spaten, der zu seiner Waffe wurde. Jetzt zahlte sich das harte Nahkampftraining aus und die anderen sprangen ihm mit Handgranaten und MG zur Seite. Es war wie im Rausch. Da er eine russische Uniform trug, war es schwer für den Feind, denselbigen zu unterscheiden. So kam es, dass einige Russen von ihren eigenen Leuten getötet wurden und dieser Umstand sicher auch der Grund war, dass er diesen unerbittlichen Nahkampf überstand. Aber noch galt es, die Holzbrücke zu sichern. Der Unteroffizier, der die Gruppe führte, setzte dem Treiben nach und gab ihnen Feuerschutz. Der Obergefreite sah nicht links oder rechts, er stürmte schnurgerade. Dann stürzte er und drei Russen beugten sich über ihn. Einen erwischte der Unteroffizier und den anderen erledigte der Spaten. Ein dritter hob das Gewehr und als er nur einen Moment zögerte, sauste auch auf ihn der Spaten herab. Immer mehr Russen strömten zur Brücke und jeder war nun auf sich selbst gestellt. Aus der Deckung flogen Handgranaten und der Obergefreite kämpfte immer noch eingekeilt, als eine riesige Explosion das Treiben beendete. Eine Me 109 kam mit Bomben und Bord-MG und sorgte auch beim Unteroffizier dafür, dass die Explosion ihm das Bewusstsein raubte. Der Obergefreite nutzte den Moment, um zurück in den Wald zu fliehen und hörte dann Gelächter. Die Stimmen sprachen Deutsch und es waren Infanteristen. Ein Feldwebel sprach ihn an, »Hey Ivan, wohin willst du? Du gehst in die falsche Richtung.« Überall Gelächter. Ein Leutnant fragte ihn nach seiner Einheit, worauf ein anderer bemerkte, dass er ja kein Deutsch spricht. »Macht nichts, sie lernen bald alle Deutsch und übermorgen feiern wir in Moskau.« Eine Propagandaeinheit auf der Straße von Augustowo nach Grodno sah die rastende Einheit und der Kameramann bemerkte den Obergefreiten. Er sprang ab und sprach den Leutnant an. »Herr Leutnant, der sieht so gut aus, den würde ich gerne aufnehmen.« »Dahin sind an die 20 tote Russen, die sind doch viel interessanter«, sagte der Leutnant. »Geht nicht wegen der Frauen und Kinder daheim«, sagte der Mann von der Wochenschau. Der Obergefreite wurde von allen im Film festgehalten. Da hörte er den LKW und ein Unteroffizier rief in vertraute Stimme, »Komm schon, Heimatschuss GmbH!« Als dem Leutnant die Umstände erklärt wurden, entschuldigte er sich und fluchte, dass sie keine Informationen erhalten hatten, dass diese Brücke im Vorfeld gesichert wurde. Vier von sechs Kameraden der Gruppe fuhren zum nächsten Auftrag. Die Verkleidung der Brandenburger war so sicher und wie irgend möglich. Die Uniformen stammten aus Beutebeständen und nachgemachte Briefe von Ehefrauen waren sogar an die richtige Feldpostnummer adressiert. Für einige Brandenburger, die sich aber unter den russischen Verbänden bewegten und nicht fließend genug Russisch sprachen, versuchten sie sich als Verwundete zu schützen mit Kopfverbänden, ständigem Stöhnen oder gaben vor, einer Minderheit anzugehören. Doch dies brachte sie oft in missliche Situationen, aus denen sie sich mit dem Gebrauch ihrer Waffe als letzten Ausweg befreiten. Aber auch der Patriotismus führte zu Problemen. Theodor Oberländer, später Bundesvertriebsminister und Führer der Einheit Nachtigall, die zum größten Teil aus Ukrainern bestand, führte diese zur Befreiung Lembergs am 30.06.1941. Kurze Anmerkung, verschiedene Quellen nennen auch Oberleutnant Albrecht Hetzner zu diesem Zeitpunkt als Kommandanten der Einheit. Den Luftangriff am 22.06. nutzten ukrainische Nationalisten, um sich drei Tage später gegen die Sowjets zu erheben. Es misslang und die Sowjets liquidierten ca. 2400 Häftlinge durch Genickschuss im Gefängnis des NKWD. Am 29.06. war das Bataillon vor den Toren der Stadt und erhielt den Befehl, in Reserve der 1. Gebirgsjägerdivision zu bleiben. Dies war jedoch für die Angehörigen unerträglich, da sie bereits wussten, dass sich ukrainische Nationalisten im Gefängnis befanden und diese hingerichtet werden sollten. Gegen 23 Uhr brausten sie mit Lastwagen los, durchbrachen die geringe Abwehr zum NKWD-Gefängnis. Zu spät. Als sie die Tore öffneten, ergab sich ein erschreckender Anblick. Voller Wucht durchzogen sie die Stadt auf der Jagd nach russischen Soldaten und jüdischen Sympathisanten der Sowjets.
Einige Brandenburger selbst beklagten tote Angehörige unter den Opfern. Diese wenigen gaben den Anlass zu den kurz darauf und in den nächsten Tagen anhaltenden Pogromen sowie den später stattfindenden Massenerschießungen des SD, denen ca. 4000 Juden zum Opfer fielen. Die Zahlen sind nicht belegt, da gibt es tatsächlich große Abweichungen, trotz alledem furchtbar. Wenige Stunden später war Lemberg zum Schauplatz wüster Ausschreitung geworden. Das Kriegstagebuch des 49. Armeekorps notierte, unter der Bevölkerung herrscht über die Schandtaten der Bolschewisten rasende Verbitterung, die sich gegenüber den in der Stadt lebenden Juden, die mit den Bolschewisten zusammengearbeitet haben, Luft machen. Und ein Offizier der Stadtkommandantur schrieb über den ersten Tag der Besetzung an seine Frau: Juden werden erschlagen, leichte Pogromstimmung, so unter den Ukrainern. Doch ganz so spontan, als Akt ukrainischen Volkszorns, wie es diese Zeugnisse nahelegen, hatten sich die Ereignisse nicht entwickelt. Gegen Mittag, nach einer Inspektionsfahrt des Kommandeurs der 1. Gebirgsdivision, General Hubert Lanz, waren in den Straßen Plakate und Flugblätter der deutschen Besatzer erschienen. Da stand zu lesen, wer für die Morde verantwortlich war: die jüdischen Bolschewiken. Fast gleichlautende Plakate eines ukrainischen nationalen Komitees forderten den Tod der Juden und Kommunisten und ließen Adolf Hitler und Stefan Bandera hochleben. Inwieweit Angehörige des Bataillons Nachtigall an den Pogromen der ersten Tage beteiligt waren, ist im Detail nicht mehr ermittelbar. Doch die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Fall war, ist laut verschiedener Historiker doch sehr hoch, da sowohl persönliche Rachegefühle als auch weltanschauliche Gründe dafür sprechen. Zudem gab es später verschiedene Zeugenaussagen, aufgrund deren Oberländer in der DDR 1960 zu lebenslanger Haft und in der BRD das Verfahren wegen Mangel an Beweisen 1960, da sich die Unterlagen größtenteils in den Händen der DDR-Behörden befanden, eingestellt wurde. 1996 wurde es wieder aufgenommen, aber 1998 verstarb Oberländer. Am Morgen des 30. Juni drangen Nachtigall-Soldaten in den Rundfunksender Lemberg ein und verkündeten die Proklamation zur Gründung eines freien und unabhängigen Staates Westukraine. Aber niemand, und schon gar nicht Hitler, hatte daran Interesse, was später zur Enttäuschung und Meutereien unter den Nachtigallen führte. Die desillusionierten Ukrainer verloren die Lust am Kampf und Ende 1941 wurde Nachtigall für unzuverlässig erklärt und aufgelöst, was auch mit dem Bataillon Roland geschah. Viele wurden 1942 für ein Jahr zur Partisanenbekämpfung eingesetzt und viele 1943 nach Verweigerung zur Verlängerung des Vertrages ins Gefängnis gebracht. Der allgemeine Erfolg der Brandenburger an der Ostfront wurde aber von Hitler gewürdigt. 1942 wurde wie überall an der Front zum Wendejahr und die Initiative ging mehr und mehr an die Russen. Um die Angriffe im Süden zu unterstützen, wurde unter anderem von Baron Adria von Völkersam, dem Enkel eines russischen Admirals, eine Einheit aus 62 russisch sprechenden Baltendeutschen gebildet. Er nannte sie den Wilden Haufen und gab ihnen den Auftrag, nach Maikop im Norden des Kaukasus vorzudringen, um zu verhindern, dass die Ölfelder zerstört wurden, bevor die deutschen Truppen eintreffen. Diese Aktion war eine der spektakulärsten der Brandenburger. Sie taten sich als Angehörige der NKWD bzw. des NKWD, überredeten angetroffene Deserteure, zu ihren Truppen zurückzukehren, um mit dieser Reputation sich frei bewegen zu können. Völkersam kam in Maikop bis zum befehlenden General und stellte sich als Major Tuchin aus Leningrad vor und nahm an Trinkgelagen teil. Dies schaffte ihm so viel Vertrauen, dass er sich ungehindert in der Stadt bewegen konnte und so die Verteidigungsanlagen und Ölfelder inspizieren konnte. Die Stadt war verstopft mit abrückenden Stäben und Flüchtlingen, was die Brandenburger nutzten, um die Vermeldezentrale mit geballten Ladungen unschädlich zu machen. Die Explosion war so stark, dass die Russen dachten, sie hätten einen Volltreffer bekommen.
Völkersamen fuhr in die Front, um die Einheiten der Russen zu informieren und sie zum Rückzug zu bewegen. Das gelang mal mehr oder weniger leicht, da sich niemand mehr den deutschen Truppen alleine entgegenstellen wollte. Zur gleichen Zeit hatten andere Brandenburger das städtische Telegrafenamt an sich gebracht und sorgten durch falsche Mitteilungen für totales Chaos unter den Russen. Die Russen auf den Ölfeldern standen bereit, um alles zu sprengen. Die Brandenburger rasten in NKW-Fahrzeugen zu den Fördertürmen und gaben vor, im Auftrag des Generals dafür zu sorgen, dass die Sprengungen aufgeschoben seien. Im Vorort Maxte versagte allerdings diese Taktik. Der leitende Ingenieur vom Ölfeld Maxte sendete einen Funkspruch an das Telegrafenamt in Maikop und erhielt von dort sitzenden Brandenburgern die Auskunft, dass die Stadt geräumt werde. Darauf wartete er nicht und gab die Anweisung zur Sprengung. Dies war für die meisten Anlagen das Signal und sie begannen ihrerseits mit den Sprengungen. Die meisten Anlagen wurden so doch zerstört. Am 9. August trafen die Deutschen ein und waren verblüfft, auf so geringen Widerstand zu treffen. Im Oktober 1942 befahl das OKW, dass die Brandenburger auf Divisionsstärke gebracht werden sollten, um sich in die Abwehrkämpfe an der Ostfront einzureihen, da die Nachfrage nach Kommandounternehmen immer weiter sank. Dies wurde dann ab April 1943 umgesetzt. Canaris verlor die Befehlsgewalt und die fragwürdigen Leistungen seiner Abwehr führten zu immer größerer Geringschätzung bei Hitler und seinen Stäben. Canaris erwiderte diese Geringschätzung insgeheim und so wurde die Spionageabwehr zu einem Zufluchtsort für Gegner des Regimes. Im Rahmen des Attentats auf Hitler wurde er, also Canaris, am 22.07.1944 verhaftet und am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet. Die Situation nutzte Himmler, um Otto Skorzeny zu seinem Mann für Spezialaufträge zu machen. Seiner Kommandotruppe schlossen sich nicht wenige unzufriedene Brandenburger an, die nur noch zur Feuerwehr an der Front degradiert wurden. Auch wenn es noch verschiedene Einsätze wie in Afghanistan, im Kurdengebiet und in Italien gab, so kam die Division nie wieder zu ihrer Bedeutung, die sie zu Beginn des Krieges hatte. Besonders die Einsätze gegen Partisanen in Jugoslawien, Russland und Italien sorgten auch dafür, dass es zu Kriegsverbrechen durch Erschießungen kam, die ihren Ruf verblassen ließen. Am 15. September 1944 wurde der Verband endgültig aus dem Kommandoeinsatz herausgenommen und in die Panzergrenadierdivision Brandenburg umbenannt. Zugleich wurde die Division aus dem Unterstellungsverhältnis unter den Chef des Wehrmachtsführungsstabes entlassen und dem Generalstab des Heeres zur Verfügung gestellt. Die entsprechende Umgliederung verzögerte sich, da ein Teil der Regimenter aufgrund hoher Verluste neu aufgestellt werden musste. Auch mussten andere Einheiten, Artillerie- und Divisionstruppen neu gebildet werden. Am 17. Oktober 1944 wurden Teile der Sturmdivision Rodos eingegliedert. Im Laufe des Oktober und November 1944 wurde die Panzergrenadierdivision in Baden bei Wien schließlich aufgestellt mit folgenden Einheiten: Jägerregiment 1 Brandenburg, Jägerregiment 2 Brandenburg, Artillerieregiment Brandenburg. Dazu kamen Divisionseinheiten mit dem Namenszusatz Brandenburg. Am 20. Dezember 1944 wurde die Division mit der Panzergrenadierdivision Großdeutschland zum Panzerkorps Großdeutschland zusammengeschlossen. Dabei wurden einzelne Bataillone von Brandenburg an Großdeutschland abgegeben und die Brandenburger wurden vergessen. Aber in jeder großen Armee hat sich die Bildung und Notwendigkeit von Spezialeinheiten bis heute durchgesetzt. Die Geschichte erzählt von vielen Einsatzorten, von Afghanistan bis Spitzbergen. All diese aufzuführen wäre unmöglich und viele Fakten sind überliefert, aber nur wenige Berichte. So stützen sich Informationen auf einzelne Abläufe hauptsächlich auf Zeugenaussagen, die natürlich immer nur eine subjektive Wahrheit geben und so viel Raum für Meinungen und Historien offen lassen. So, nochmal ein Riesendank an den Michael, der das hier alles über die Brandenburger zusammengefasst hat. Und ich muss sagen,
Da habe ich auch wieder einiges mitgenommen, weil ich wusste schon, wer die waren, was die machen und was die so als Schwerpunkt im Kriege getan haben. Aber hier waren wieder Sachen bei, wo ich sage, aha, das wusste ich auch noch nicht. Gut, ich hoffe, das hat euch ein bisschen abgeholt. Ihr wisst jetzt ein bisschen mehr und ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin unsere Videos schaut, wenn ihr Abonnent werdet oder vielleicht sogar Kanalmitglied. Das wäre natürlich noch viel besser. Bis dahin bleibt gesund und auf bald.